Düstere Wolken ziehen über das Land Azeroth und verdunkeln den Himmel über dem sonst friedlichen Königreich von Stormwind. In einer regnerischen Nacht, die nur durch Blitze am Himmel erhellt wird, stürzen sich fünf wackere Helden in das Abenteuer ihres Lebens. Auf die Recken warten düstere Katakomben, gefährliche Monster und eine Frau als Priesterin. Die Charaktererstellung. Ich brauche etwas, was Damage machen kann. Etwas, was viel Damage machen kann. Vielleicht ein Magier oder ein Schurken. Beide für eine Gruppe, aber nicht wirklich geeignet. Vielleicht doch eher ein Paladin. Nee, der macht keinen Schaden. Dann wäre da noch der Krieger. Der macht viel Schaden, hält einiges aus und ist für eine Gruppe unentbehrlich. Das ist genau das, was ich suche. Immer mitten in die Fresse rein. So, nun habe ich vier Rassen zur Auswahl. Aber für einen Krieger kommt nur eine Edelrasse in Frage, der Mensch. Ein wenig hier klicken, ein wenig da klicken und noch ein wenig am Bart schnibbeln. Und fertig ist er. Dann brauche ich aber noch einen Namen. Einen Namen, der sowohl Eleganz meiner Persönlichkeit widerspiegelt, als auch gleichzeitig Angst und Schrecken verbreitet. Horst! Horst ist der perfekte Name. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Die Zwerge. Im früheren Zeitalter, Reichtümer wichtig, gottähnliches Volk, bla bla bla. Was eine Scheißrasse, echt mal. So, dann hätten wir die Nachtelfen hier. So eine kleine, süße Nachtelfe wäre doch was. Mit einem kleinen Apfelpopo und den wohlproportionierten... Ui! Aber nee. Das lenkt mich zu sehr vom Spielen ab, denke ich. Vielleicht eine Menschenfrau. Gott hat die einen fetten, gebärfreudiges Becken. Dann bleiben da wohl nur noch die guten alten Gnome über. Ein paar weibliche Gnome sehen aus, als kämen sie gerade vom Strich. Oder hätten schon 30 Jahre vom Strich hinter sich. Aber so ein männlicher Gnom, der hat was Kleines und Gemeines. Das passt doch irgendwie zu mir. Und Warlocks können sie auch werden. Also eigentlich genau das, was ich suche. Graf Mondrala, znów nam się zachwala. Ta mi zajada, jagody to krok. Zobacz sam, jak gumi... Gott, ich kann ja grüne Haare nehmen. Gott, sieht das geil aus. Dazu noch einen grünen Vollbart und er ist perfekt. Und er sieht aus wie ein... Er hat irgendwas von einem Dimitri. Dimitri, der russische Warlock. Ich spiele natürlich eine Priesterin. So, dann wollen wir doch mal meine natürliche Schönheit und Intelligenz in das Spiel übertragen. Die Menschen haben Verstohlenheit entdecken, Willenskraft-Bonus, Reputation-Bonus... Das ist ja schon mal nicht schlecht. Zwerge haben erhöhte Frostresistenz. Ja, hört sich gut an. Naja, gucken wir doch mal die Gnome an. Oh, sind die süß, die sind ja total drollig. Oh, sind die putzig, so ein Willig. So eine kleine süße Gnomin mit rosa Haaren. Können aber leider keine Priester werden. Mist. Naja, dann bleiben wohl nur noch die Nachtelfen. Frisur auswählen. Zu kurz, zu lang, zu normal. Oh, das macht dicken Hintern. Auf gar keinen Fall. 5 Minuten später. Zu glatt. Das ist viel zu wellig. Viel zu flippig. Weitere 5 Minuten später. So, fehlt nur noch ein Name. Etwas, was leicht zu merken ist, aber gleichzeitig die elfische Herkunft unterstreicht. Ich hab's. Atinuviel Ilave Tura Mandil Sinata Fenviel Entirivia. Toll! Ich hab keine Ahnung, was für einen Charakter ich spielen soll. Gibt es nicht irgendwo eine Entscheidungshilfe? www.welchencharakter-soll-ich-spielen.de So... Dann fangen wir doch mal an. Wollen Sie viel Schaden machen? Schaden ist zwar immer nett, aber nicht so wichtig für mich, also nein.
wollen sie tanken können. Ja Gott, wer will das nicht?